fühlt sich scheiße an, fühlt sich wie eine Niederlage an, muss ich ehrlich sagen. Es darf uns nicht passieren. Führen hier 2-0, dann fliegt hier so ein Teil rein. Ich weiß immer noch nicht, wie der reingegangen ist. Mit dem Wind ist Wahnsinn. Fühlt sich scheiße an. Ja, ja, die Gefühlslage gerade nach dem Spiel, wir sind alle brutal enttäuscht. Das hat man uns, glaube ich, angesehen. Wir lagen einfach nur starr da auf dem Platz. Ist einfach brutal. Spielverlauf, also dieser Anschlusstreffer, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ist einfach dem Wind geschuldet, der will den Ball in den Raum chippen und er wird immer länger und fliegt einfach in Knick. Und ja, mit der letzten Aktion noch den Ausgleich zu fressen, ist extrem bitter. Deswegen sind wir alle maßlos enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schwer, dann die Bälle hinten rauszubekommen, auf jeden Fall. Man hat gesehen, die Bälle fallen dann in der eigenen Hälfte wieder runter. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen schauen, dass wir das nach dem 2-0 nach Hause kriegen. Natürlich ist der Wind ein Faktor, weil sonst passiert so ein Tor normalerweise nicht. Das ist Wahnsinn, aber... Definitiv. Lange gewartet. Ich habe immer die vollste Unterstützung von allen, vom ganzen Verein, vom Staff, von der Mannschaft gespürt. Das hat man dann nach dem Tor auch gesehen. Alle haben sich für mich gefreut. Nochmal einen riesen Dank dafür. Aber wie gesagt, momentan, jetzt nach dem Spiel, ist es extrem bitter. Ja, ist natürlich ein überragendes Gefühl. Fährst hierher, siehst die Kurve, siehst so viele Fans hier. Da hast du natürlich Gänsehaut. Ich freue mich, dass wir zurück sind.